Hallo YouTube! Kleine Runde hier mit dem BMW 400 GT. Vor mir fährt die Vespa. Ein guter Bekannter spielt mit dem Gedanken, sich einen Motorroller zu kaufen. Liebäugelt dabei mit dem Vespa und hat damit besondere Ideen und besondere Pläne. Darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, weil das wird er, wenn dann selbst mal irgendwann erzählen. Und vielleicht mache ich da sogar mit. Auf jeden Fall ist das hier mal eine kleine Testrunde von ihm mit meiner GTS 300. Auch das erste Mal, weil ich das Möffchen mal so von hinten sehe. Habe ich vorher noch nie. Nachdem ich jetzt einige Zeit mit der Goldwing gefahren bin, fällt mir auch hier bei dem 400 GT, bei dem BMW-Roller, fällt mir auf, dass der doch schon ganz schön ruppig fährt. So, ich denke mal, wir tauschen jetzt mal, dass er auch mal den 400er hier fahren kann. Cool. Was? Ist cool. Ja. Das ist auch nichts, fährt sich aber nicht groß anders als die 50er. Ja, gut, Leistung, also vom Wagen ist das. Das ist vergleichbar. Wenn du willst, kannst du den auch mal fahren. Zum Vergleich. Und wieder Vespa fahren. Das ist auch schön. Das erste Mal dieses Jahr. Ah, ist das ungewohnt. Aber schön. Und das nächste wird auch hier an der Vespa ein Ölwechsel sein. Den werde ich auch mit dokumentieren und da seid ihr dann auch mit dabei. Das mache ich an dem Ding selbst. Thank you.
Ja, Leute, das war eine ganz kleine Runde, eine ganz kurze Fahrt. Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Naja, das ist mehr, es ist erwachsen. Großrollermäßig, das ist eher Moped. Ja, ist eher erwachsen. Ja, eher wie so ein Motorrad. Ja. Obwohl die von der Leistung hat ein bisschen mehr, aber irgendwie. Ja, auch nicht viel mehr. Aber ja, aber das fühlt sich insgesamt gesehen auch durch die Sitzposition, fühlt sich das erheblich größer an. Ja. Von daher. Bisschen kann ich ja doch.